Heute, am 23. Jänner, gehen wir nach dem Frühstück den Strand entlang auf der Suche nach unserem Bootsmann Joe vom vorigen Jahr, um Fotos abzugeben. Wir finden allerdings nur seinen Bruder, der die Bilder aber freudig entgegennimmt. Doris nutzt die Gelegenheit zum Muschelsuchen. Unterwegs werden wir dann von zwei Österreichern angesprochen, sogar mit Namen. Sie haben unseren Blog über unsere bisherigen Myanmar-Reisen gelesen und uns erkannt. Hoffentlich waren die Berichte für Sie von Nutzen. Mittags wandern wir hinüber ins Golden Sea zu Kolei und Marschwisin, um die fertigen Lounges und Tops für Doris abzuholen. Alles passt ausgezeichnet. Das Top ist wunderschön geworden. Jedes Steinchen wurde einzeln aufgenäht. Kein Wunder, dass es 3 Tage dauerte. Willst du das probieren? Natürlich wollen wir die Schneiderarbeiten gern bezahlen, aber Kolei und Marschwisin weigern sich, das Geld entgegenzunehmen. Top und Lounges und die Schneiderarbeiten sind ein Geschenk von ihnen an uns. Yeah, you told me this is no need. No. Okay. You have to tell us. Wir drohen Ihnen zwar, in Zukunft woanders essen zu gehen, wenn wir die Arbeiten nicht bezahlen dürfen, aber es hilft nichts. But we think the manager will change this for the tourist groups. Wir unterhalten uns noch über das Aureum Resort und dessen neuen Manager. Lee meint, für das Geld, das wir für die Exekutivvilla zahlen pro Tag, könnten wir uns auch genauso gut einen Grund hier kaufen. Natürlich ist das für Ausländer gar nicht möglich, aber Marschwisins Bruder möchte auch einen Grund hier kaufen. Lee lädt uns ein, gemeinsam mit ihm und Marschwisin die zur Auswahl stehenden Grundstücke morgen zu besichtigen. Das Angebot nehmen wir gerne an, sehen wir so doch wieder neue Landschaften hier am Napali Beach. Der restliche Tag vergeht wie im Flug und nach Sonnenuntergang finden wir uns wieder im Golden Sea zum Abendessen ein.